Ich habe so eine dunkle, gewölbte Linie an der Unterseite meines Hodensacks. Hallo meine Lieben, zur zweiten Bravo-Analyse. Diesmal ist es die Nummer 5 und auf dem Cover ist die wunderschöne Selena Gomez. Oh, Twilight geht weiter. Naja, bis die Autorin Stephanie Meyer hat 6 Fanfiction-Stories über die Nebencharaktere wie Alice ausgewählt, die jetzt über eine Crowdfunding-Aktionen in Kurzfilme verwandelt werden. Zu sehen gibt es die dann auf Facebook. Was ist denn das für eine Scheiße? Zu sehen auf Facebook. Ach, die Darum. Und warum ist sie in der Bravo Darum? Eigentlich müssten wir gleich wieder zu den Dr. Sommer-Seiten durchblättern, weil alles andere interessiert uns ja nicht. Doch, hier interessiert uns doch was sehr wohl. Spiel mit Mega YouTube Movie. Oh mein Gott. Der YouTube Movie Kartoffelsalat. Kann man einen Film Kartoffelsalat nennen? Warum nicht Kartoffelbrei? Bibi Blocksberg 2.0. so, ich lese mal vor. Das wird die Kinokomödie des Sommers und du kannst exklusiv dabei sein. Bravo verlost eine Gastrolle im Film des Jahres. Okay, YouTube ist groß, aber diesen Sommer wird es noch größer. Denn dann kommt Kartoffelsalat. Der erste YouTuber-Kinofilm mit ganz vielen deiner Lieblings als Schauspieler. Wir sind schon alle total aufgeregt, verrät Drehbuchautor und Hauptdarsteller Fresh Torge im exklusiven Interview mit der Bravo. Dieser Film ist ein besonderes Projekt, denn zum ersten Mal trauen sich Webkünstler an so etwas ran. Schon in wenigen Wochen beginnt der Comedian zusammen mit Bibi, Dagi Bee und vielen mehr an die Arbeit der Komödie. Also, Fresh Torge spielt den Leo, einen Schüler, der schon oft durchgefallen ist, wegen dem Stress mit dem Direktor die Schule wechselt. Aber auch in der neuen Klasse läuft es nicht besser. Zu allem Übel verknallt er sich auch noch in die unglücklich in die Schulperle, gespielt von Bibi. Von wem auch sonst, ne? Doch dann bricht ein Virus aus, der die meisten Schüler in Zombies, nee, oder? In Zombies verwandelt und Leo muss sich als Held beweisen. Dabei netzt bla 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 bla. Wie geil noch wird es noch besser. Du kannst live beim Dreh dabei sein und sogar mitspielen, weil sie brauchen immer billige Komparsen. Ja, wer spielt noch mit? Ich spiele nicht mit. Simon Desue spielt mit. Melina spielt mit. Die Außenseiter spielen mit. Wie du dran teilnehmen kannst, ist: Bravo hat sich ja da was total Tolles ausgedacht. Oh mein Gott. So machst du mit. Du wirst in Kartoffelsalat, vielleicht auch in Kartoffelpüree oder so, keine Ahnung, ein Zombie spielen. Und am Set Hauptdarsteller Torge und den anderen Stars über den Schulter gucken dürfen. Der Dreh findet im April, da habe ich Geburtstag, bei Dithmarschen in Schleswig-Holstein statt. Auf Schulzeiten wird natürlich Rücksicht genommen. Und so machst du bei unserem Challenge. Stopf dir ganz viel Kartoffelsalat in den Mund, was auch sonst, und lies laut deine Lieblingsüberschrift aus dieser Bravo vor. Poste dein Video davon auf Instagram und markiere uns mit @bravomagazin. Privatuser dürfen direkt Nachrichten schicken. Schreib deinen Vornamen, Alter und den Wohnort, nicht ganze Adresse, sowie die Hashtags Hashtag BravoAuktion und Hashtag Kartoffelsalat dazu. Du hast bis zum 17. März Zeit, dich zu bewerben. Weitere Teilnehmermöglichkeiten findest du auch unter bravo.de. Da gehen wir natürlich gleich zu Dr. Sommer, das ist natürlich total wichtig. Silvio 14. Ich habe so eine dunkle, gewölbte Linie an der Unterseite meines Hodensacks entdeckt.
Mit einem Spiegel konnte ich sehen, dass sie bis zum Poloch geht. Was ist das? Dr. Somatin, das hat jeder Junge. Keine Sorge, bei der leicht gewölbten Linie, die wie eine Nahtstelle aussieht, handelt es sich weder um eine zurückliegende Verletzung noch um eine Operationsnarbe. Du hattest sie sogar schon als Baby, doch weil diese Naht während der Pubertät etwas dunkler und somit auffälliger wird, ist sie dir erst jetzt aufgefallen. Sie entsteht im Mutterleib, wenn sie bei einem männlichen Fötus, der du bist, der Hodensack entwickelt. Deshalb hat sie auch jeder Junge. Bei einigen sieht man sie ein bisschen mehr, bei anderen weniger. Danke, Dr. Sommer. So, Dr. Sommer, ist das wirklich so schlimm? Es ist völlig normal, dass dein Vater sich einen runterholt auf kleinen, minderjährigen Kindern. Die asiatische Herkunft sind natürlich. Nein, es ist völlig normal, dass du erstmal geschockt bist. Aber dein Dad ist eben auch nur ein Mann. Und viele von ihnen schauen sich gern sexy Clips an. Und ganz wichtig, es ist seine Privatsphäre, ganz genau. Mein Lehrer hasst mich, ja? Top. Lehrer benoten auch nur nach Sympathie. Ist so. Ab wann wirkt die Pille? Ja, das interessiert uns nicht. Wir wollen nämlich über Hodensäcke lieber lesen, die kleiner sind. Weil wir wissen ja, dass bei den meisten Jungs das linke ist. Laut meiner letzten Bravo-Analyse, ne? Ah, die dunkle Seite der Lust. Was ist Bondage? Was ist SM? Machen das nur Perverse? Aha, hier wird über Devot und Dominant erklärt und über Bondage und so. Ich frage mich gerade echt, welche Zielgruppe hat nochmal Bravo? Also, ab wann kauft man sich die Bravo? Mit 11? Mit 10? Mit 12? Muss man das schon echt wissen, was Bondage oder SM ist? Ich bin da gerade etwas schockiert, aber naja, okay, in der heutigen Zeit muss man es natürlich wissen. Unvermittelt packt er mich, legt mich übers Knie und dreht sich mit einer fließenden Bewegung so, dass mein Oberkörper auf dem Bett liegt. Ich würde es gerne hocherotisch vorlesen, aber mit meiner gerade vercrackten Amy Winehouse-Whisky-Stimme geht es leider nicht. Ich bin nämlich krank. Dann schwingt er sein rechtes Bein über meine Schenkel und drückt mich mit der linken Hand nach unten, sodass mich nichts bewegen kann. Ach du Scheiße. Das ist eine Szene aus der weltberühmten Erotikroman 50 Shades of Grey. Genau. Machen das nur Perverse? Um SM ranken sich viele Vorurteile. Vielleicht denkst du, da ketten sich irgendwelche abgedrehter im Keller an, die Heizung oder lecken sich im Lack und Leder die Stiefel ab. Aber das stimmt so nicht. Denn es gibt ganz viele Formen von SM. Ein Beispiel, vielleicht hat dich dein Schatz schon mal beim Rummachen gebissen. Ja. Und es hat dir gefallen. Leichter Schmerz in Kombination mit Erregung. Kann eine prickelnde Sache sein. Denn eigentlich tut so ein bisschen weh. Aber wenn man gerade erregt ist, ist das für manche irgendwie ganz geil und steigert die Lust. Falls sich das komisch oder ungut für dich anfühlt, ist das überhaupt nicht schlimm. Denn beim Sex gilt, alles geht, nichts muss. Oh, wie ich diesen Satz hasse. Was ist Bondage? Der Oberbegriff für Fesselspiele. Bondage-Fans binden sich dabei nicht einfach nur die Hände zusammen. Nein, da wird mit speziellen Seilen den Körper kunstvoll eingepackt. Aber bitte nicht einfach ausprobieren. Das muss man erst erlernen, sonst können Körperteile absterben. Deshalb ganz wichtig, die Fesseln niemals zu eng und zu fest binden. Als Bondage-Seile nehmt ihr am besten einen weichen Schal oder Plüschhandschellen. Dann gibt es keine Schürfwunden. Achtung, nicht den Schlüssel verlieren. Kriegt man auch mit Bobbypins auf, übrigens. Wie sag ich's, mein Schatz? Du willst auch mal ein paar Dinge ausprobieren, weißt aber nicht, wie du es ansprechen sollst?
taste dich langsam an das Thema ran. Sprich zum Beispiel über das Buch Shades of Grey. Er wird da natürlich nicht bemerken, dass du eine kleine perverse Sau bist, die devot oder dominant ist. Und frag deinen Schatz, wie er sowas findet. Sag ruhig, dass du neugierig bist. Mach aber auch klar, dass dich nur die Softeren, die Softeren Spielchen interessieren. Sonst ist dein Schatz gleich überfordert. Vielleicht verbindet ihr euch mal gegenseitig die Augen oder verwöhnt euch lustvoll mit ein paar Eiswürfeln. Ja, die Eiswürfel hätte ich dann aber auch bitte in mein Getränk. Ah ja, welche Rolle liegt mir? Welche Rolle liegt dir? Befehlen oder gehorchen? Ein gutes Spiel, um seine Rolle zu finden, ist König der Nacht oder Königin der Nacht. Dabei wird einer zu Herrscher ernannt, der den anderen sagt, was zu tun ist, wo man sich trifft, was es zu essen gibt. Ah ja, bravo, wo man sich trifft und was es zu essen gibt. Sind wir nicht gerade bei der Dr. Sommer Sexseite? Der, die Königin ist, darf alles bestimmen. Der andere muss gehorchen. Für den Fall, dass du mal was nicht machen willst, verabredet ein Codewort. Ein Codewort, KOT. Ah, okay, der Dr. Sommer Scheck ist wieder da. Und ihr wisst ja, 1,80 € bezahlen, dann dürft ihr auch die Genitalien betrachten. Sonst leider nicht. Ja, hier stehen jetzt eher so Fakten über die Pubertät. Eine durchschnittliche Länge eines steifen Penis beträgt 14 cm. Etwas mehr oder weniger ist aber auch normal. Mit ungefähr 16 Jahren gibt es den größten Wachstumsschub seines besten Stückes. Tja, irgendwie fehlt mir hier echt die Story. Timo 20, wir wissen aber nicht, hier ist kein Steckbrief über Timo und ich bin ziemlich enttäuscht darüber, weil einfach nur so Fakten hier hinschreiben, hätte man ja auch als neue Kategorie machen können, ne? Also ich bin da jetzt echt enttäuscht, dass der Steckbrief da fehlt. Ich will doch den Timo näher kennenlernen oder die Lisa. Die Lisa, ich dachte, da wird eine neue Freundin von mir. Ah, hier hilft uns Bravo einfach mal richtige Entscheidungen zu treffen. Richtig entscheiden, wie geht das? Ja, ich denke, Bravo hilft uns da nicht weiter. Irgendwelche Foto-Love-Stories, was irgendwie immer gleich endet, bla bla bla. Ist er in mich verliebt, ist er nicht in mich verliebt. Große Tränen und am Ende fangen sie sich an zu küssen und Happy End. Ja, sage ich doch hier, Happy End, fangen sie sich an zu küssen. Wusstest du schon? Hier sind interessante Facts drin. Eine Frau lächelt am Tag im Schnitt 62 Mal, ein Mann nur 8 Mal. Ich weiß, ihr Männer habt wenig zu lachen. Am meisten, wenn es um euer bestes Stück geht. Ich weiß. Und um euer Ei. Denn wir wissen ja, dass das linke tiefer hängt. Ist Katzenstreu radioaktiv? Tatsächlich. Katzenstreu wird nämlich in vielen Fällen aus lehmigen Tonmaterialien wie Bentonit. Bentonit hört sich an wie so ein Superheld. Ich bin Bentonit. Hergestellt. Diese Stoffe haben einen hohen Feinstaubanteil und setzen radioaktive Isotope frei. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Denn die Strahlung ist zu gering, um Tier oder Mensch zu schaden. Bei einer Flughafenkontrolle könnte man mit den Katzenstreu unter Umständen allerdings Alarm auslösen. Die größten Fails im Praktikum. Klingeltöne sind Geschmackssache, also Handy auf Vibration stellen, sonst wird dein Lieblingssong zum Diss-Track der Firma. Atemlos durch die Nacht. In der nächsten Bravo, Poster von den Julian und die Dagi Bee und Crazy Loops. Was doch jetzt schon wieder total out ist, oder?